Ich bin am 18. Februar 1921 geboren, als Sohn von dem Kaufmann Hermann Göck und seiner Ehefrau Frieda, geborene Kruse. Mein Bruder war Jahrgang 05, also fast 16 Jahre älter als ich. Und ich war wahrscheinlich so ein kleiner Betriebsunfall, das braucht er nicht aufschreiben, ich war familiärer, aber ich wurde mit großer Liebe empfangen und aufgezogen in der Zeit, wo es schlecht war. Ne? War viel krank als Kind, aber hat mir nichts ausgemacht und bin nach der Volksschule, 4 Jahre in Volksschule, auf die Goetheschule. Das war das Realgymnasium in Bochum gegangen und habe dann 1939 im März das Abitur gemacht mit noch 8 anderen Klassenkameraden. Ich hatte die mathematische Abteilung verlassen und war in die sprachliche Abteilung gegangen, weil ich Latein haben wollte. Aus dem einfachen Grunde, weil ich mich für den Arztberuf entschlossen hatte. 1939, das letzte Friedensabitur, war abgeschlossen und dann mussten wir. Wolltest du eine Unterlage haben? Hier, nimm doch hier den Atlas oder was. Ja. Du hörst es aussetzen, dass ja. Das war das Letzte. Wir waren zu 9, einer wurde nicht zugelassen. Und mit 8 Mann haben wir Abitur gemacht in der Klasse. Um studieren zu dürfen, bin ich in den Arbeitsdienst gegangen und war dann vom 1. April bis 18. September im Arbeitsdienst, wobei im Arbeitsdienst schon eine vormilitärische Ausbildung vor sich ging und wir am 1. September ab Anbruch zu Beginn des Krieges in die Wehrmacht übernommen wurden. Nach Beendigung des Polenfeldzuges bis auf Warschau, das war damals noch nicht gefallen, am 18. September wurden die Medizinstudierenden oder Wollenden entlassen von der Wehrmacht, freigestellt zum Medizinstudium. Da haben viele Medizin studiert, von denen man vorher nie gehört hatte, dass sie überhaupt Ärzte werden wollen. Bei mir steht es auch im Abitur, das war ja immer mein Ziel gewesen. Ne? Naja, und dann versammelten sich die ganzen sogenannten Studierwilligen dann in Marburg, wo Platz war. Mein Bruder war Kursstudent, der hatte versucht, mich in Berlin unterzubringen, bei den Holsaten, der war Weinheimer, da ging es nicht. Und bei den Marburg war ein Weinheimer Chor damals auch keine Kameradschaft mehr. Dann haben wir in Marburg angekommen und sind das habe ich dir schon gesagt, über Wiener, der Bochumer Schwimmer, Schüler, ein Freund von Gerd Rulf, der über Klüsene zum Rheinfanken gekommen war, angekeilt worden. Dann waren wir ein großer Fuchsenstall, damals 15 Mann habe ich geschrieben. Ich meinte manchmal, es wären etwas mehr gewesen, aber es war eine ganze Menge von der Wehrmacht Entlassene, die dann anfingen, Medizin studierten und auch andere Fach, Chemie oder was. Ne? Und da fanden wir uns dann alle auf dem Haus wieder. Es war sehr schön, weil einmal die freundschaftliche Verbindung zu Bochum da war, ne, mit Wiener, und auch wegen der sehr angenehmen Atmosphäre auf dem Hause mit dem Chan Konstantin und seiner Frau. Ne. Ja, das Mittagessen war sehr gut, waren sehr gesellig und wir waren sehr viel aus dem Ruhrgebiet. Das war der Fax, dieser Konstantin war der Fax. Der Fax, Jean Constantin. Wo kam der her? Das war wohl aus dem Hessischen. Ich nehme an, das war einer von diesen Hugenotten, Jean Constantin. Die hatten ja immer ihre französischen Vornamen. Und der war Gerichtsdiener in Marburg
Und nebenbei führte er mit seiner Frau, führte er das Haus als Fax. Ne? Wohnte der auch auf dem Haus? Die wohnten auch auf dem Haus. Also in der unteren Etage? Ja, in der unteren Etage wohnte der. Faxenwohnung. Da wohnte der. Und die Versorgung von denen war mustergültig. Die haben selbst in der schlechtesten Zeit haben die immer ein erstklassiges, für unsere Begriffe, erstklassiges Essen hingestellt. Die wurden alle satt. Und es war sehr gesellig, auch der Verhältnis zu Chang war freundschaftlich. Ein älterer, sehr lieber, verbindlicher Fax, der uns nie betuppt hat oder irgendwie was. Ne? Das war sehr gut. Frau Konstantin war eine richtige Mütterchen fast. Ja, ne? War sehr lieb zu uns. Wenn einer Hunger hatte, kriegt er mal in der Küche ein Butterbrot. Oder ich habe das nie gebraucht, aber war sehr schön da. Ne? Wie ist der und denn dann, an die Sachen rangekommen? Hatte der da gute Beziehungen, um an Lebensmittel ranzukommen? Ja, ich weiß nicht, wo die Familie Konstantin herstammte. Die war aus dem Hessischen. Es gibt ja da im hessischen Bereich solche richtigen Hugenotten-Ansiedlungen. Ne? Ich kann nicht sagen, wo er die Familie herstammt. Das könnte man erfahren. Aber ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Vielleicht weiß Herr Hellwig das oder Huppers, irgendwie einer, die wissen das, wo der herstammte. Ne? Ne? Er war Kunstleute. Ne? Der hat mir für Kohle besorgt und wir haben dann Brennmaterial raufgezogen. Auch wenn, solange es noch gutes Bier gab, haben wir auch Bierfässer geholt und alles. Aber da hat er immer für gesorgt. War immer gut zu essen. Ne? Und ihr habt dann auf dem Haus? Wir haben auf dem Hause gegessen. Da mussten wir, ich weiß nicht mehr, ganz preiswert war das. Ne? Da wohnte damals noch der alte Herr Deppermann. Kam dann später Deppermann noch auf dem Haus. Der war Saarländer und war vertrieben worden. Der wohnte im ersten, nach Beginn des Frankreichsfeldzugs, glaube ich, ist er dann weggegangen, aufs Haus gegangen mit seiner Familie. Da wohnte der oben auf dem Haus mit seiner Familie. Ne? Ne? Ne, Burmeister war das. Der wohnte mit seiner Familie ein paar Semester auf dem Haus, bevor sie eine andere Wohnung hatten. Ne? 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 Und dann kamen die alten Herren da, die waren sehr interessiert. Herold war ja noch in Marburg, nachdem die Kameradschaft ja benannt worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt mit der Kameradschaft. Kennt ihr die? Grundsätzlich ja, steht alles da drin. Ich will mich nicht wiederholen. Die Fahne eingerollt hatte Gerd Rulf, ne? Ne? Auf der Wartburg noch, die haben die Fahne ja verschwinden lassen, versteckt, dass er hinterher noch wieder da war, ne? Und so weiter. Und Herold hatte auch noch gefochten, auch Siegfried Mennenö war noch bei der Burschenschaft gewesen, der hatte auch noch gefochten, während Willi Gerbig schon nicht mehr. Und wer war denn dann noch von den Älteren? Auch Eckart hatte nicht mehr gefochten. Der war Physikochemiker, ist auch schon tot. Ne? Aber Frau Mennenö wohnt ja in Marburg im Altenheim, das weißt du nicht. Ne? Naja, und die waren dann sehr viel mit uns zusammen auf dem Hause und war ein richtiges Bundesleben. Ne? Es war zwar eine Kameradschaft im NSDSDB, im Nationalsozialistischen Studentenbund, aber wir haben dann ein richtiges Bundesleben geführt. Ich habe das also ausgeführt auch in meine Darstellung da von der Kameradschaftszeit. Ne? Es war richtig, es wurde gefochten, also gepaukt wurde gefochten und bei Weidenhausen, beim Fachlehrer, wurde auch diese österreichische Säbel als Mensur, was wir gefochten haben, war 2x10 Meter, eine Planche, dann wurden dann scharfe Hiebe gefochten bei Mensuren. Das mussten wir auch, weil es eine einzige Mensurwaffe war, aber Schlägerfochten haben wir immer gemacht. Immer noch mussten wir zum Pauken antreten morgens. Ne? Da konnte ich ja noch, hatte einen rechten Namen noch in Ordnung. Ne? Naja. Und das waren die Auflagen und dann natürlich Studium, wir müssen hin, ne? Müssen was tun. Ne? Aber das war sehr, die Kneipen fanden regelmäßig statt, Konvente, jede Woche Montag, ne? Mit Selbstanzeigeprinzip, ich habe das auch noch hervorgehoben, ne? Ne? Ganz streng, ne? Wenn einer gelogen hat, der floh raus, ne? Wir hatten ja genug Füchse, ne? Dann sind die Leute rausgeflogen, prima Leute, ne?
Ne, da kann man sich gar nicht vorstellen, ne, was wir heute für alte Herren hatten, die wir da verloren haben. Ne. Naja, war ganz streng. Ne. Und der Sprecher, der damalige Sprecher, der ist dann auch geteert, hat irgendwie sich mit einem angelegt, auch weil er eine falsche Auskunft gegeben hat, war da plötzlich auch ein, war ein Berliner, feiner Kerl. Ne. Und dann habe ich noch Günter Reiche erlebt, das war in 44. Nee, das war der 40 war Günter Reiche, der war damals schon approbierter Arzt, der beste Sprecher, den ich jemals erlebt habe. Ne? Der ist auch gefallen, der stammte aus Essen oder irgendwoher. Ne? Und eine solche Kneipe habe ich noch nie gesehen. Für jeden Lied hatte eine passende Sentenz aus der Klassik oder einer Poesie. Ne? Da wurde gesungen und dann nochmal ein abschließendes Wort dazu, das war fantastisch, ne? Das war klasse noch. Ne? Das waren richtig schöne Kneipen, waren das. Ne? Naja, wurde natürlich auch getrunken. Ne? Und dann bin ich dann da aktiv geworden und hatte plötzlich meinen späteren Leibwurst, den Wiener, da an der Krawatte. Ne? Und das war unser Fuchsmajor, aber das dürfte er nicht aufschreiben. Ne? Der war nach 5 oder 6 Glas Bier genauso so angetrunken wie nach 35. Ne? Der Hühne vom Kerl, so ein Wasserballer. Ne? Aber dann kommt er an, war immer korrekt gekleidet, hat einen blauen Anzug bei der Kneipe und ein silbernes Tüschen hier oben drin. Ne? Lass der Leibfuchs mitkommen, ne? Dann dürfte er aber nicht aufschreiben. Ne? Leibfuchs mitkommen, dann hat er immer das Präsidium attackiert und provoziert, dann nimmst du Füchse wieder 3 Ganze trinken. Ne? Das sollte man nicht öffentlich machen, wahrscheinlich. Dann sagen sie, die Ganzen sind versoffen. Ne? Und dann ging er mit mir aufs Klo, da habe ich etwas gesehen, was nie. Ne? Dann ging er dahin, stellte sich vor den Anton, ließ die 15 Bier rausfließen, nahm das weiße Tüchchen, trocknete die Lippen an. Ne? Und dann Leibfuchs mitkommen. Dann fing er als Fuchsmeier schon wieder an zu ösern. Ne? Er war furchtbar Kerl war. Aber er Ne? hat wahrscheinlich auch noch mehr Füchse mitgenommen. Also er hatte mehr Füchse. Nee, ich war ja sein Leibfuchs, weiß ich. Der hatte noch Sandmann dabei, der ist später ausgetreten nach dem Krieg. Und das weiß ich nicht, wen er sonst noch hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls ist Bui Wiener, mit dem ich mich sehr gut verstand, der hat mich auch, ich musste seine Dame nach Hause bringen und alles, die ganzen Geschichten, wie das so ist. Ne? Ja. Ja. Kannst du das, weil wir da gerade bei dem Thema sind, mal so beschreiben, wie so das Verhältnis zwischen Leibbursch und Leibfuchs so Das war? war Also war das freundschaftlich. eine ganz Freund. klare Hierarchie Ja, irgendwie, ja, ja. Distanz Es oder? war das, der Leibbursch, der hat einen geführt im Bundesleben und auch gestützt, wenn es ging. Ne? Und ja, und wenn er nach Hause musste, vom Mansenhaus, weil er etwas bei der Dame, nach dem Tanzfest, wir haben ja noch Tanzfeste gemacht damals, ne? 39, 40, bevor der Russlandfeldzug, und dann wurde da ja alles. Ne? Der Frankreichfeldzug war ganz kurz vorbei. Ne? Da kann ich auch noch eine schöne Geschichte erzählen, aber. Dann musste ich mal, der musste ja nach Hause gehen. Ich weiß nicht, wer damals Sprecher war, weiß ich nicht. Ne? Und wie ich zu Hause war, bin ich nach Hause gebracht. Der kam herunter, musste ich ihn wieder mit aufs Tanzenhaus schleppen. Ne? So war das. Ne? Konntest du nichts sagen. Ne? Ne? Kamen wir schon wieder an. Ne? Ne? Vom Hansenhaus ins Haus. Der schlief, glaube ich, aus dem Haus. Und dann wieder zurück. Ne? Naja, damals war es so, dass die älteren Semester im Haus schliefen und wir schliefen. Da hatten wir Buden in der Stadt. Ne? An der Ketzerbach habe ich da gewohnt. 5 Semester bis zum 5 Trimester bis zum Physikum. Und so weiter. Ne? Und nachher war ich in der Kugelgasse, ne? Wo der Knecht gewohnt hatte. Ne? Knecht, der war ein alter Rheinfranke und Fechtwart. Ne? Der hatte da gewohnt, die Bude habe ich da übernommen. Ne? Das war Tante Strüder, Kugelgasse 9. Ne? Naja, also so war das Verhältnis, sehr freundschaftlich und also nicht irgendwie unterdrückt und so weiter. Ne? Ne, da war in Ordnung. Ne? Da war, wir waren ja alles, teilweise war ich schon im Arbeitsdienst gewesen und die Soldaten, die entlassen waren, waren keine dummen Jungs mehr, obwohl wir noch sehr jung waren. Ne? Naja, im Frankreichfeldzug, da wurde ein Teil von uns schon zum Frankreichfeldzug
wieder einberufen. Ne? Aber der war ja schnell zu Ende. Die Wege und so weiter, die gingen gleich ab. Und wir durften noch weiter studieren. Ne? Also um mal chronologisch zu bleiben, du bist jetzt wann genau nach Marburg gekommen? Ich bin am 1. Oktober nach Marburg gekommen. Und zum ersten Trimester 39. Ja. Ne? Und bin bis Dezember ging da. Oktober, November, Dezember, war Trimester haben. Die wollten ja erst haben. Ne? Und habe ich mich noch operieren lassen am Ohr. Und dann habe ich dann die Trimester in 40, drei Trimester gemacht. Ne? Ne? Und in 41 kriege ich mir 6 Wochen vor Beginn des Fußtransferzugs, kriege ich mir den Bescheid, wir könnten noch Physikum machen. Ne? Wir haben ja dieses ganze 1940 war ein schönes Semester. Ne? Wir waren ja auf Abruf, mussten jeden Tag weg, ne? Wir waren ja Soldaten. Ne? Aber da habe ich dann in 6 Wochen habe ich das ganze Physikum durchgeoxt. Ne? Da habe ich auch geschafft. Ne? Ne? Das habe ich auch geschafft. Ne? Aber das war dann vom Russlandfeld, so konnte ich noch Physikum machen. Und dann war ich bis zu meiner erste bei der, ich weiß nicht, ob das wissen wollt, erst bei der Truppe mussten wir dienen. Da war ich an der Front im Winterfeldzug bei der 29. Infanteriedivision. Wann bist du da genau hingekommen? Das war im Herbst. Also zur Truppe bin ich gekommen, erst nach Kassel. Zum IR-15 war das. IR-15. Ne, Kassel, Ausbildung. Dann bin ich krank geworden. Dann habe ich noch eine Kraftfahrerausbildung gemacht und bin dann nach einer Scharlacherkrankung, ich hatte Kranke transportiert, weil sie einen Medizinstudenten brauchten, bin ich dann sofort an die Front gekommen nach für Moskau, da, ne, in den Winter rein. Ne. Und habe mir die Füße erfroren, ist egal, weil wir haben viel Erfrierung gehabt, ne, viel Erfrierung davor in Moskau, keine Winterbekleidung. Ne. Ich will das nicht erzählen, aber eine furchtbare Zeit. Ne. Habe mir die Füße erfroren und dann hat sie mich einer der Sanitäter da von der Kampfgruppe Denker, das war ein Regiment, der Rest war es, ne? Der hat mich rausgefischt, weil ich Medizinstudent war, kannte mich von Marburg und hat mich dann zur Sanität versetzen lassen. Ne? Ne? Sanität versetzen lassen, meine verfrorenen Füße waren soweit abgeheilt. Da bin ich dann zur Sanitätsersatzabteilung 9 gekommen nach Kassel. Ne? Als Anwärter auf den großen Sanitätsdienstgrad. Ne? Ne? Und dann kam die Zeit, 4 Wochen, schöne Wochen, die ich verliebt habe, ohne Urlaub, in Frankfurt, Heilig-Geist-Hospital, haben wir dann Sanitätsunterricht gehabt. Und da kann ich eine Anekdote einschließen, ne? Ja? Ja. Ne? War ich mit Hermann Westcott da, der war auf Wuppertal, der Großvater hatte das Anilin erfunden. Und dann mein Vater hatte mir immer gesagt, hör mal, wenn du mal in einem fremden Land bist, in einer fremden Stadt bist, dann fragst du nach dem teuersten und besten Restaurant und Hotel. Und dann kannst du das billigste essen, was da ist. Das ist immer noch besser als wie das teuerste im schlechten Hotel, ne? Jetzt sehen wir da raus, abends haben wir Ausgang, ne? Ich habe ja noch Bilder davon, ne? Ne? In unserer Wehrmachtsklamotten, ne? Schütze abends. Ne? Hermann Westcott und ich, da frage ich einen Polizisten, Wachmeister, können Sie mir einen Gefallen tun? Ja, was ist denn? Können Sie mir sagen, wo das beste und das teuerste Hotel in ganz Frankfurt ist? Ne? Sagt er, in der Börse können Sie billig essen. Ich habe gesagt, ich wollte das teuerste und beste von Frankfurt. Das ist der Frankfurter Hof. Ich sage, danke schön, da gehen wir hin. Ne? Jetzt gehen wir da hin, Frankfurter Hof. Steht da ein Portier im Livret da hinten. Ne? Guten Abend, wo ist das Restaurant? Gehen Sie durch, meine Herren. Wir beide schützen, das ist auch ein Bild noch davon. Ne? Durch, ne? Und dann kam der Geschäftsführer, was wünschen Sie? Und ich sage, wir möchten gerne speisen. Ne? Ne? Ja, ich habe ja keinen Tisch frei. Also wird es Ihnen recht, wenn Sie sich zu dem Herrn da vorne hinsetzen? Soll ich den mal fragen? Ne? Zivil, älterer Herr in Zivil, ne? Ja, ja, sicher, gerne, ne?
Dann sagt er, ne, sind wir hingegangen, haben Haltung angenommen, entschuldigen Sie bitte, wir haben ganz kurzen Urlaub, wir möchten gerne was essen, dürfen uns zu uns setzen Sie sich doch, meine Herren, sagte der. Ne? So, älterer Herr, so Mitte 50 vielleicht, oder Ende 50. Ne? Haben uns 1,5 Stunden, da gab es auch eine Portion Wein, ne, im Frankfurter Hof. Wir haben 50 Gramm Fett und 50 Gramm Fleisch und 5 Gramm Fett muss man abgeben. Essensmarken kriegen wir. Ne? Abgeben haben wir gut gegessen. Als sie 1,5 Stunden mit uns, wo wir herkommen, ja, wir waren in Russland gewesen, welcher einer, das könnten wir nicht sagen. Ne? Und so weiter und hat sich mit uns 1,5 Stunden unterhalten. Ne? Jetzt erzähle ich das. Ne? Und dann sind wir dann, wir hatten ja Curfew, wir mussten ja wieder in die Kaserne, ins Krankenhaus gehen, wo wir schliefen. Ne? Haben uns herzlich bedankt für die Freundlichkeit, dass er uns zu uns sagte. Da stand er auf, sagt der Jungs, kommt halt wieder, General sowieso. Was ein deutscher General in Zivil. Der hat sich kaputt gelacht. Da haben wir geguckt, haben noch strammer gestanden, haben wir gegrüßt. Ne? Und sind wir rausgegangen. Ne? Eine schöne Geschichte war das. Ne? Ja. Und dann habe ich die einzige Prüfung, die ich verloren habe, wieder eine Prüfung war, mit dem Feldsterilisiergerät und Ding. Habe ich nie gesehen, ich war ja bei der Sanität, nie gesehen, dass das einmal überhaupt sterilisiert wurde. Da wurde ja überhaupt höchstens mal was ausgekocht, ne? Da wurde ja nichts sterilisiert. Ne? Und da blieb immer was über bei mir, weil ich so ein unordentlicher Mensch bin. Ne? Da denke ich, jetzt gehen die alle anderen weg mit dem Würmchen am Arm. Ne? Eskulapstat, jetzt kannst du noch mal einen Kurs machen. Von wegen 5 Tage später kriege ich eher ein halbes Ding dran. Ich denke, vielleicht kommst du mal nach Frankreich. Ne? Kommst du mal nach Frankreich, ne? Nix. War ich ohne Urlaub schon wieder unterwegs. Und Vorausabteilung, Gradschützenbataillon, der 29. Panzerdivision. Ja, da war ich da, aber da war ich dann genauso dann. Naja. Naja, und dann bin ich schwer verwundet worden, habe ich lange im Lazarett gelegen, habe mich nach Marburg verlegen lassen, weil der Arm ja teilweise gelähmt war, weil ich gewusst hatte, da macht einer eine Nervennaht. Ne? In Lemgo, wo ich erst gelegen hatte, erst in Warschau, Wjasma, Warschau, im Kriegslazarett und dann nach Lemgo hatten sie verlegt. Dann habe ich gesagt, ich möchte aber nach Marburg. Haben die auch gemacht. Ich möchte eine Nervennaht machen lassen. Das kannte man auch gar nicht damals. Ne? Da habe ich mich in die Chirurgie verlegen lassen, war auch Kriegslazarett. Und da hat mich Mondry, der war später in Venusberg in Bonn, Chefarzt in der Chirurgie, der Oberarzt von Klapp, der hat mich operiert, war lange gedauert. Ne? Und einen furchtbaren Gips, so einen Gips habe ich gehabt, wahnsinnig schmerzhaft, über ein Jahr gehabt. Ne? Und der hat mich operiert da und dann habe ich angefangen, vom Krankenhaus schon wieder Kolleg zu belegen. Hat immer mit links geschrieben, ne? Habe heute noch eine furchtbare Klaue. Ne? Immer mit links geschrieben. Und habe dann ganz wenig Semester verloren. Ne? Ne? Wie ich 1945 wollte ich gerade ins Examen gehen, wie die Amerikaner kamen. Da war ich 24 Jahre, da stand ich im Staatsexamen. Ne? Und man denkt, da habe ich die ganze Zeit im Lazarett, vom Lazarett aus, war in Kappel, da war die Nervenabteilung. Da wurde immer elektrisiert und alles Mögliche gemacht, da will ich jetzt nicht machen. Und von da aus, von Kappel, habe ich mir einen Urlaubsschein geben lassen und bin dann aufs Haus gegangen, war da mit den Bundesbrüdern zusammen, ne, hat da Mittag da auch gegessen und weil ich nicht ins Lazarett zu einem Dauerausgang, ne, konnte, bis abends muss ich wieder zurück, ne, und habe mir dann auch so eine Bude besorgt schon. Ne. Das war sehr schön, da habe ich wenig verloren, habe dann die Kurse machen können und ne, braucht ja keinen rechten Arm, nicht wahr, aber habe ich ja so eine Schiene gehabt. Da konnte ich auch in der Haut und Liebe arbeiten. Ne? Da war auch in Kappel Haut und Liebe, so alle Soldaten mit ihren Tripper und Syphilis. Ne? Da habe ich mir alles angesehen. Ne? Da haben sie alles gemacht nebenbei. Da war eine schöne Zeit. Ne? Und da, in dieser Zeit, da kam der Gerd Siebert mal von Kreta an. Der schickte mir immer Zigaretten. Der rauchte nicht, keine Zigaretten, der rauchte mit Zigarren. Ne? Schickte mir Zigaretten. Der kam dann nach Marburg, hat mich besucht. Und da haben wir im Roten Zimmer, hat er mich dann morgens
Leibwurst geholt, ne? Morgens. Ne? Da saß ich da im roten Zimmer, im Schneidersitz, hatte geschlafen, auf meinem Gips. Da hatte mein Bruder, der war damals bei der Polizei hier, bevor er an der Front kam, hat er dem Bruder, dem Frewe, der war ein Brotfabrikant in Wattenscheid, dem hat er französische Kriegsgefangene besorgt. Der kannte mein Bruder, aber befreundet mit einem anderen Korpsstudenten, da war er Arbeitsamtsdirektor und der hatte so viele. Mein Bruder sah immer die Kriegsgefangenen, die Hungrigen. Er sagte dem Kampfmann immer: Können wir dem nicht mal den Frewe ein paar Leute verschaffen? Jetzt sich da geht doch hin, da ist mein Bruder denn den französischen Riesenfang rüber in die Brotfabrik geschickt und kriegte dann mein Vater in die Wohnung gebracht, ins Haus gebracht, ein 80-Liter-Fass oder 100-Liter-Fass mit Wermut. Ne? Und da hatten sie mir was abgefüllt von den Wermutflaschen nach Marburg geschickt und die haben wir dann mit Geld teilweise geleert. Ne? Das war eine furchtbare Sauferei. Ne? Im Krieg, da gab es doch keinen Alkohol. Ne? Aber naja. Also dann war die Zeit, klinische Zeit, dann kamen die Amerikaner, das wollte er alle nicht. Also das Haus wurde nachher beschlagnahmt von der Standardapotheke. Dann konnten wir nicht mehr auf dem Hause essen. Konstantin wohnt zwar, glaube ich, noch da, aber wir konnten dann nicht mehr essen. Und dann haben wir dann am Marktplatz in der Krone, glaube ich, hieß er, ne? Da haben wir gegessen mittags. Ne? Oder bei Bob. Ne? Oder bei Bob. Ne? Also ihr konntet da nicht mehr essen und es gab auch keine Veranstaltungen Nein, mehr. da gab es nicht mehr. Ne? Gar nichts Ne, mehr. da gab's nicht. Das war 1944, ja, 1944. Ich bin dann viel weg gewesen. Musste meine Krankenhauspraktika machen. In Wildungen habe ich 140 offene Tuberkulose gehabt auf der Station. Da muss ich nach Gynäkologie machen in Herne, habe ich mich nach Bochum versetzen lassen, da waren wir noch nicht ausgebombt, bis Oktober. Und dann wieder nach Marburg zurück und die Vorbereitung, Doktorarbeit und so weiter, habe ich alles gemacht. Dann die letzten Tage habe ich dann bis zu den Amerikanern eingegangen, da waren meine Eltern schon ausgebombt und sind dann ins Hessenland gegangen, südlich von Marburg, Bellenhausen, ihr kennt das, ne? Da sind die untergekommen, 13 Quadratmeter. Und dann haben wir uns da wiedergefunden. Mein Bruder war in Gefangenschaft geraten. Der war in amerikanischer und französischer Gefangenschaft geraten. Ne? Der war dann weg. Ne? Und dann trafen wir dann nach dem Krieg uns dann wieder, Gerd Siebert, Klaus Wäge und ich, ne? In Marburg. Ne? Der Gerd Siebert ist ja, ich glaube, von Österreich aus zu Fuß herübergegangen. Der war ja keinen Tag in Gefangenschaft, der Schlingel. Ne? 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 Wir sind ja immer hinter Hersfeld, Rothenburg, gibt der Taube, immer durch die amerikanischen Linien durch Nacht sorgten das ein Lazarett auf, was sie aufbauen sollten. Da war überhaupt kein Kampfhandlung mehr, war nichts mehr. Ne? Der Stabsarzt Wittneben, der Vater war Leiter der Landesheilanstalt da, unterhalb von Marburg. Der hatte uns im Stich gelassen. Ne? Da waren die Amerikaner im Dorf, dann sind wir schon wieder durchgegangen. Ne? War furchtbare Zeit. Ne? Aber wir haben es überlebt, ne? Ja, und nach dem Krieg fanden wir uns dann wieder. Da habe ich mein letztes Examen gelegt. 1946 wurde eröffnet, wieder eröffnet, ne? Die Universität. Ich bin im September oder bei 8. Oktober war ich in Marburg und da kam das nächste September. Semester habe ich belegt und dann auch gleich Examen gemacht und meine Doktorarbeit gemacht. Da war ich 46 fertig. Ne? Ja, und dann, also, dann gehen wir, sind, habe ich eine Stelle gesucht und bin dann in Soltau untergekommen. Da habe ich dir erzählt, in Soltau untergekommen, der Heimat meiner Mutter, weil wir alle, ich hatte ja keine Wohnung hier, mein Bruder war weg und bei ausgebombten Bergmann habe ich mal geschlafen hier in Bochum, ne? Auf dem Sofa, wenn ich hier in Bochum war. Und vom Bergmannsaal, der Oberarzt sagte, ich soll in die Pathologie gehen. Da hatte ich nur gar keine Lust zu Pathologie. Ne? Ne? Ne. Ich hätte auch gar nicht wohnen können. Ich konnte ja nicht in ein Erdloch kriegen. Weil ja, also Bochum kann man sich nicht vorstellen, das war völlig flach. Von unserem Haus aus
bis auf die Kirchturmspitze und das Krankenhaus und das Rathaus war fast alles frei. Man konnte bis Dortmund gucken und bis Wattenscheid. War alles flach, ne? War alles flach, war alles kaputt. Ne? Naja, und dann bin ich da untergekommen, ein Jahr lang innere gemacht. Und dann bin ich auf Anraten des Chefs, der mochte mich gern, ich hatte 45 Betten gehabt, ja, ich versorgte dann im Kreiskrankenhaus. Da hat der Göke, gehen Sie, die machten auch die röntgenologische Versorgung dafür, den ganzen Bereich im Mittleren Heil. Gehen Sie, ich konnte ja nicht operieren und auch schlecht hören mit dem Ohren. Sagte, gehen Sie, machen Sie Röntgenologie und wenn Sie dann wiederkommen, dann hole ich Sie als mein Oberarzt, sagte der C. Ja. Da bin ich hier hingegangen, bin ich in der Knappschatz in Bochum gelandet. Knappschatzkrankenhaus, da konnte ich eine Stelle kriegen, eine unbezahlte Stelle. Bin ich angefangen und dann haben die mich nach 2 Jahren wieder eingeladen, nach Soltau zum Sommerfest. Und er fragte, ob ich jetzt kommen wollte, ne? Ich sage, ich habe jetzt gerade 2 Jahre Röntgen. Dann sagt der Glück, hat es gepackt. Ich sage, ja. Ja, dann machen Sie Röntgenologie weiter. Der wusste ja, dass ich behindert war. Hat ja keinen Sinn. Ne? Ja. Da bin ich dann dabei geblieben. Fast 13 Jahre im Krankenhaus gemacht und habe mich niedergelassen. Das ist alles. Das ist ja eine ganze Menge. Mich Weil du, würde, ja, nee, bitte. interessieren, wie du damals auf Marburg gekommen bist überhaupt. Ja, aber es waren keine Plätze frei. Das heißt, es war ein Mein Zufall Bruder gewesen, sagte, oder? geh doch nach Berlin, war alles besetzt. Ja. Waren alle besetzt und Marburg waren Medizinerplätze frei. Wir waren, ich glaube, damals 54, 450 Medizinstudenten damals. Damals. Der ganze Hörsaal war voll, ne? Von Medizinern. Und wenn Hugo Weber und ich, mein Spezi, das ist aber tot, kamen zum Attestat, dann klopften die. Und wenn wir Attestat gingen, klopften sie wieder alle. Wenn wir kommen, dann gehen wir wieder raus. Ne? Weil wir waren auf Abruf. Ne? Wir haben nur ein herrliches Bundesleben gehabt. Ne? Haben Doppelkopf gespielt, Kneipen gemacht, hab mal gelesen. Ne? Repetitor sind wir gewesen, alles sowas. Ne? Jürgens, der machte Physiologie und Chemie, das haben wir uns angehört. Ne? Aber die Vorlesung, die haben wir nicht so gerne. So, natürlich Anatomie, da musst du einen Präparierkurs, da musst du alles machen. Ne? Dann wurde auch abgenommen, aber es war alles sehr mäßig, da wurde alles locker gehandhabt. Ne? Ne? Und gefochten habt ihr aber auch, hattest du Ja, gesagt. gepaukt Was haben wir. Wir dürfen hast du gepaukt? nicht fest, wir dürfen als Soldaten. Entlassene oder beurlaubte Soldaten durften wir nicht scharf fechten. Weil das Selbstverstümmelung war. Steht auch in dem Bericht, den ich gemacht habe. Ne? Das war verboten. Ne? Dann wurden wir in Selbstverstümmelungskammer vor das Kriegsgericht. Ne? 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 Wir waren ja nur auf Abruf. Ne? Ich sagte, 6 Wochen vor meinem Physikum kriegte ich Bescheid, ich könnte noch Physikum machen. Ne? Ne? Das war natürlich eine Zeit, wo man immer da dachte, jetzt muss er weg. Ne? Da hast du natürlich nicht den ganzen Tag über den Bücherrahmen. Ne? Hätte ich so wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ne? Das heißt, du bist also, weil es in Marburg gab es halt nur noch die Möglichkeit, Medizin zu studieren. Ja. Deshalb bist du nach Marburg gekommen. Warum in eine Burschenschaft? Familiär vorbelastet oder Na, durch den großen Bruder? mein Bruder war Chorstudent, Ja. Weinheimer. Und er sagte, du musst aktiv werden. Und in Marburg war, soviel ich weiß, nur die Teutonen, das sind aber keine Weinheimer. Ne? Und da hat er, wer ist da oben an der Lutherstraße, wie heißt denn Hessen-Nassauer. die Hessen-Nassauer? Da habe ich mich gemeldet, aber die hatten keine Kameradschaft. Ne? Und dann haben wir den Wiener getroffen, unterwegs, ne, am Markt da, ne? Kommt mal zu uns, ne? Mir war ja egal. Ne? Dann sind wir bei Bobby Wiener gelandet, bei den ganzen Herold und was alle, Eckart und Menenö, da war noch so ein Einarmiger, der war aber ein Gast, das war ein Kursstudenten, ein Gast, der hatte eine rechte Hand, verkrüppelte Hand, der war schon älter, der war da auch alle möglichen Leute, ne? Reicher, die noch als Assistenzärzte da waren, und der Seebach, der alte Seebach, war auch nur in der Gynäkologie, ne? Die Alten waren alte Herren und Inaktive waren alle noch da. Ne? Es war ein reges,
reges Bundesleben noch auf dem Haus, ne? War schön, ne? Das heißt, die Empfehlung von deinem Bruder, aktiv zu werden, das war... Ja, ja, das war für mich ganz klar. Aktiv wollte ich sowieso werden, ne? Die ganzen Chorbrüder, die kamen da immer von Köln rüber. Wenn was war, dann haben die bei uns in der Möbelausstellung geschlafen, ne? Und so weiter. Das waren richtige Waffenstudenten, ne? Da sind ja wahrscheinlich in den Jahrgängen sind so 90% aktiv geworden. Das war üblich. Ja, es gab Freistudenten, die nicht aktiv geworden sind, ne? Aber es war kein gewisser Zwang, aber manche hatten keine Lust. Meinetwegen die körperbehindert waren und so weiter, die brauchten nicht kommen. Obwohl es auch da Körperbehinderte war, die aktiv geworden sind. Bei uns nicht. Aber meinetwegen bei den Nibelungen gab es welche. Oder, naja, es gab auch welche, da weiß ich nicht, ob das vielleicht Halbjuden waren oder so, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls sind die dann nicht aktiv geworden. Es gab auch welche, die sind gar nicht aktiv geworden, obwohl sie deutsche Soldaten gewesen waren, gab es. Freistudenten nannten wir die. Ne? Die anderen waren fast alle in der Turnerschaft, der Landsmannschaft. Es steht auch immer, Hellwig hat da noch geschrieben, oder wer, Huppers, wie viele Kameradschaften es gab. Ne? Mhm. Ne? Zum Beispiel den Normannen, den gab es damals gar nicht. Ne? Die sind ja später erst rübergekommen. Ne? Und also die Straßburger Germanen, die hatten keine Kameradschaft. Da waren die Hessen-Preußen hatten eine, Teutonen, ein einziger Chor, soviel ich weiß, und die Turnerschafter, auch die Mingorfiten hatten keine. Ne? Also in den Burschenschaften hatten sie ein paar, das steht aber da drin. Das könnt ihr draus nehmen. Ne? 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 Wenn du den Begriff Marburg hörst, woran erinnerst du dich da als erstes? An meine schönste Zeit in meinem Leben. Ne? Mein Vater sagte, als ich der Wendung Kaufmann, der in Altena gab es kein Gymnasium, da hat er nur einjährige gemacht und war dann Kaufmann, Export, Norddeutschland und so weiter. Und der sagte, hör mal Junge, jetzt gehst du zum Studium, war kurz nach dem Polfest, ne? Schönste Zeit von deinem Leben, gönn dir was. Wenn du Geld brauchst, schreib. Aber mach's Examen zur rechten Zeit. Sagte der Alte, ne? Der hat vielleicht bei meinem Bruder etwas länger gebraucht, ich weiß es nicht. Aber Examen macht zur rechten Zeit, ne? Sagte der Alte, ne? Er war so ein Liberaler, ne? Aber war in Ordnung, ne? Was verbindest du jetzt auch heute aus der Rückbetrachtung mit ja, Marburg war eine wunderschöne. Ich habe ja auch meine Frau da kennengelernt. Wir waren. Es war ja die ärmliche Zeit, es gab ja nur alkoholfreies Bier und so weiter. Wenn wir mal gefeiert haben, dann wenn wir, wir haben ja nur noch, wir müssen später, nachdem der Russlandfeldzug kommt, nur noch Damenkneipen abziehen. Ne? Das geht ja auch dem Bericht hervor, den ich da gemacht habe, den möchte ich nicht wiederholen, da könnt ihr viel besser lesen. Und wir waren ja immer unter Beobachtung der Studentenführung, weil wir so ein bisschen anrüchig waren. Der Jürgen Kaspers, der ist nicht aus dem Krieg zurückgekommen, der hatte 1939 die Maifahne vor dem Rathausplatz, die Hakenkreuzfahne, runtergeholt. Ne? Ist er raufgeklettert, im besoffenen Kopf, runtergeholt. Und da ist er aufgefahren, reinfragen durften wir. Und dann ging das, und sein Vater war alter Kämpfer. Das habe ich da reingeschrieben, ohne Namen zu nennen. Der hatte ihn rausgepaukt. Ne? Und zwar Jürgen Kasper war ein verrückter Hund, war da. Er war bei der Luftwaffe, ist gefahren. Ne? Ist auch nie wiedergekommen, war vermisst. Ich weiß nicht, ob er gefahren ist oder was. In Empfangenschaft vielleicht, ich kann es nicht sagen. Ne? Und da ging das schon los. Da waren wir von denen schon suspekt. Ne? Und jetzt kam die Sache, ich lag im Lazarett noch in Kappel, da hatten die eine Einladung, da steht aber auch da drin, von Pensionat Bröbel. Jetzt hatten die Mädchen, wenn diese Feste waren, haben wir immer Damen eingeladen, von Bröbel. Da war Bömel und das andere war Müller. Ne? Und da war von Pensionat, die Mädchen hatten gesammelt, gespart,
bisschen Schnittchen, vielleicht haben sie auch eine Flasche Wein organisiert oder was. Man gab ja immer was. Ne? Und dann hatten die eingeladen, ich weiß nicht, wer dabei, Achim Kühling war damals Sprecher. Ne? Und da sind so 6, 7 Leute rübergegangen und hatten da ein kleines Festchen gemacht. Ne? Und einer von den älteren Inaktiven, der war Munzinger, der hatte das verlauten lassen am Labortisch. Dass die Rang mal da, und das war zufällig der Tag, wo Stalingrad in Gefahr war, 43 war das. Ne? Dann hatten die das so aufgemotzt, als wenn die Rheinfranken eine dolle Fete gemacht hätten, am Tag, wo Stalingrad fiel. Ne? Jetzt musste erstmal Achim Kühling sofort abtreten. Ne? Abtreten. Und dann wurden wir vorgelassen. Ich habe das auch Gerbig war, soviel ich weiß, in Urlaub. Der war ja Assistenzarzt. Und ein SS-Sanitäter, der ist Zahnarzt gewesen. Der war bei uns Gastkamerad. Wir gingen dann, und ich mit meiner Uniform, mit den Abzeichen an den Ohren und Ehrenzeichen, ne, gingen wir dann dahin auf die Studentenfront, die waren hochnotpeinlich verhört. Ne. Da haben wir das aber, die alten Soldaten haben das dann so ein bisschen zurechtgebogen, nicht mal, dass das nicht schlimm war, ne, aber dann wurden wir degradiert zur studentischen Gemeinschaft. Ne. Wir haben keine Kameradschaft mehr. Ne, ne. Stand immer etwas unter Beobachtung. Ne? Die Rheinfranken haben es immer etwas schwieriger gehabt. Ne? Mhm. Ne? Die ganze Zeit. Ne? 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 Waren wir gut, die wussten es alle. Ne? Ist ja heute noch so. Ne? Was bedeutet Burschenschaft Rheinfranken für dich heute? Das würde ich sagen, ist ein Lebensbund. Ne? Also mit den weiten Nasenlöchern bei Deutschland, Deutschland über alles und so weiter, da kann ich so wenig mit anfangen. Ne? Ne? Ich habe zu viel erlebt, auch im Krieg, so viel Elend. Ne? Ne? Also, und wir haben es ja alle freiwillig gemeldet. Da ist ja so, der wollte es ja nicht zurückstehen. Ne? Wenn die Jungs draußen waren, ne? Ich war GVH geschrieben, da habe ich mich KV schreiben lassen, weil ich mich hier als Sanitäter nicht war, da nicht bieten lassen wollte. Ne? War ja ganz klar. Ne? Und das ist eine Sache, ein ganz was anders, als wie dieses überspitzte Nationalgefühl, ne, was man heute so hat, ne, wo sagen, das Superrechte, ne, ne, das kann ich gar nicht nachempfehlen. Für mich sind alle Menschen Geschöpfe Gottes, ne, und ich habe in Russland auch persönlich mit russischen Zivilisten nie irgendwelche Kummer gehabt, ne, ne, war immer sehr, sehr, sehr anständig verhalten, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen soll, das gehört der Reich dazu. Ne? In Russland waren wir, war der Truppenmarschreiber, der war nach 2,5 Jahren in Urlaub, habe ich den Truppenmarschreiber gemacht, habe ich eine Stube aufgerichtet, war in Ruhe jetzt, eine Woche in Ruhe, stand etwas hinter der Front und habe mich in so einem Dorf umgesehen und da war das Haus vom Lehrer. Haus vom Lehrer habe ich gefragt, die Frau war da, eine Frau mit 2 kleinen Mädchen, so eine richtige russische Muschi, ne? Eine mollige Frau, habe ich höflich gefragt, ob ich hier die kleine Sanitätsstube aufwärme. Ne? Das war 8 Wochen, bevor ich verwundet wurde. Ne? Da sagte sie, ja, bitteschön, war sauber das Haus, kleine Mädchen waren sehr freundlich, die Ikone hing da und auf dem Kamin stand das Bild von ihrem Mann, der war Offizier, russischer Offizier. Ne? Auf der Gegenseite kämpfte der. Und da habe ich 8 Tage da gewohnt. Im ganzen Haus haben wir nicht einen Huhn und keinen Hahn gesehen. Nicht? Nichts, kein Tier, nichts. Das Klo war am Stall, der Stall war leer. Ne? Da musste man dann hin zum Stall. Der Lehrer hat da wohl auch einen Stall da in Russland, ne? Da haben in dem Dorf. Ne? Ne? Und deshalb erzähle ich das nicht. Und nach 8 Tagen kommt plötzlich der Alte angefahren, das war ein Königsberger Mann, der mochte mich so gerne. Heinz Emil Oskar Popp, hatte damals schon ein Kreuz in Gold. Ne? Ne?
Gürke, sofort, sind wir sofort im Einsatz. Ne? Ne? Da hat mich höflich verabschiedet. Ich konnte auch ein bisschen Russisch, wir hatten ja so einen ukrainischen Krankenträger, Pfleger, Grigori Milchen, ne? Der war verwundet gewesen, hat sich der deutschen Wehrmacht zur Verfügung gestellt und dolmetscht ihm. Hat mir die Russische beigebracht, hat mich bedankt. Und hier steht der Kübel da, mit dem wir dann ein paar Tage später auf die Mine gefahren waren. Da war ich Kübel, so ein Dreiachser. Ne? Kommt sie an, da kommt sie raus, so einen blauen Schürze hat sie und so Punkten drauf, wäre ich noch wie heute. Hat sie die Schürze da, kommt sie auf mich zu und holt aus der Schürze 4 Eier raus. Sagt sie, Panküke, wollen da nichts gut. Der Griechisch furchtbar, sagt sie, ne? Wollen da nichts, gab mir 4 Eier. Ne? Und der alte Österreicher, der Königsberger Mann, der Pop, sagt, Mann, Gürke, was hast du ein Flack bei den Weibern? Ich habe kein Huhn und kein Hahn im ganzen Dorf gesehen und du kriegst von der Alten 4 Eier geschickt. Die haben dann die Kochenschirr Deckel gehauen und aufgegessen. Aber ich sagte, nur so eine, das ist so eine Begebenheit, ne? Das prägt, ne? Das prägt, ne? 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 Und die Gemeinheit des Krieges war, Fritz Bouffier war im Nachbar, mein Konleib auch von Fritz Bouffier. Ist wahrscheinlich auch so eine Hugenottenfamilie aus Hessen, ne? Ne? Der war im Nachbarregiment und Sanitäter beim Hauptverbandsplatz. Sagt er mal, der Bouffier ist da. Wir warten ja im Badstall, wir haben ja immer Vorausabteilung, so eine Art Kavallerie, ne? Immer vorweg. Ne? Der Fritz ist da. Ne? Kannst du mal besuchen? Ja, war gerade ruhig, ich bin da rübergegangen. Ich weiß nicht, ob mir Pferd, so ein Panierpferd, ich weiß ja nicht mehr, was da war. Ne? Jedenfalls bin ich rübergefahren, frage ich den Fritz. Und da war der Reichsunterarzt Stelter, der hat sich gerade die Glatze schneiden lassen, weil er eine Wette verloren hatte. Die haben uns bewirtet nachmittags. Ich sage, Fritz, was ist denn los? Du bist so ruhig. Ach, sagt er, ich kann das nicht verdauen, sagt er. Ja, was ist denn los? Ach, sagt er, vor ein paar Tagen war da ein russischer Offizier, war verwundet. Und da gehe ich hin und will den verbinden. Und da zieht er, die hatten keine Rasierapparate, ein Rasiermesser aus der Uniform, will mir die Kehle durchschneiden. Ich sage, Fritz, was hast du gemacht? Dass er solche gemacht haben. Mehr hat er nicht gesagt. Na, na. Also das sind so Sachen. Ne? Mhm. Da habe ich nochmal an die Eltern geschrieben, da ich nach kurz vor seinen 8 Tage später sagen, der Fritz ist gefahren. Ne? Da habe ich den nochmal geschrieben, da ich ihn gesehen hätte und so weiter, dass wir uns getroffen hätten. Ne? Da war der Einzige von uns, der in dem Alter schon verlobt war. Ein ganz reizendes Mädchen hat der gehabt. Ne? Ne? Aber das ist Krieg. Ganz furchtbar war das. Ne? Rhein-Franken ist für dich primär ein Lebensbund. Ein Lebensbundprinzip und ein Lebensbundprinzip, das auf, sagen wir mal, auf vaterländisch gegründeten Prinzipien beruht. Nichts Larifari oder so weiter, sondern wir haben ja die Einheit der Nation, wo man Satz noch sagt, ne? War für mich immer wesentlich, was die Burschenschaft vertrat. Ne? Ne? Diese ganzen Sachen. Nur ein überspitztes nationalistisches Denken gegenüber anderen Völkern oder Rassen, wie sie wollen, da kann ich nicht mit, da kann ich als Arzt nicht mitfühlen. Ne? Das würdest du bemängeln? Eine Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern und Nationen würde ich völlig unverständlich gegenüberstehen. Ne? Du bist ja wieder nach Bochum gekommen. Ja. Und dann gab es hier eine gewisse Ortsgruppe. Da war die Gruppe, das war Stockhusen, lange Jahre Altherrenschaftsführer, Klüsener. Dann war da mein Bundesbruder, der kam da auch später nach Walkenhorst im Krankenhaus. Peter Hess, der war nachher, wir waren alle zusammen und haben Huppers in Castrop-Rauxel noch, ne? Da kam dann der Huppers, der Frau Schöner,
Die hatte ja sehr viel getrommelt da. Huppertz hatte auch sehr in Castrop-Rauxel viele Bundesbrüder gerüber geholt. Die heute Bundesbrüder sind noch. Der war ja der Gerd Merhoff. Und wer war dann noch? Merhoff. Und der ist jetzt bei Saarbrücken, bei der AG ist er doch da oben. Ne? Ne? Hast du Und denn auch Bundesbrüder keilen können? ne? Hast du Bundesbrüder keilen können? Also hast Der war du. ja, kam ja später, glaube ich, ne? Nein, hast du Ja, hier. Hier konnte ich Studierende mein, nach Marburg also geschickt, die. als hier mit Tag, ich bin sofort, ich war hier, als sie 59, 49 wurde hier die VRB geöffnet, wieder geöffnet. Da bin ich sofort wieder reingegangen. Da sind eine Menge Leute, die heute auch reingekommen, schon als Schüler, ne? Ich hatte ja keinen Kontakt mehr zu den Schülern gehabt. Ne? Ich konnte nicht keilen. Ne? Ne? Ich konnte nicht keilen. Ich konnte das Einzige, was ich machen konnte, den einen Sohn, der nach Würzburg ging, zu den Prager Arminen, den Prager Würzburger Mann. Würzburger Mahnenfirma. Ne? Da war nichts anderes. Sonst hast du als Arzt ja, wenn ich war ja wahnsinnig viel beschäftigt, weil ja bis Samstag nachmittags war ich ja immer im Krankenhaus. Ne? Ja. Ne, wen sollst du da keilen? Ne? Das kannst du nicht. Das können nur Lehrer, die mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Ne? Die haben keilen können. Ne? Die sagen, geht mal dahin und so weiter. Ne? Und da wir philologischer Verein waren, waren wir damals sehr zahlreich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Wenn man Leute, die in der Industrie arbeiten, ne, auch irgendwo, die alle schon etabliert sind, da arbeiten, ne? Da ist schwer zu keilen. Wenn man vor allen Dingen den Jahrgängen, die, mit denen ich groß geworden bin, die aus dem Krieg gekommen sind, die waren alle schon, entweder waren sie schon im Beruf. Ich sage von meiner Klasse, waren vier, die waren weit verstreut. Wir kamen Neues einmal zusammen, da hat unser alter Klassenlehrer noch geheult. Die waren erschreckliche, ganz, ganz harter Bursche. Ne? Der sah die paar Minnekes, die von seiner Klasse noch über waren. Ne? Da war im Parkhaus Bochum. Ne? Ne? Die waren die Treppen West, nichts mehr da. Ne? Ja. Das ist die Generation, die war, die hier ohne Wohnung standen, ohne Geld. Nach der Währungsreform war ich ja völlig pleite. Und dann habe ich den Rolf gefragt, Gerd, ich sage immer, wie ist das, mein Großvater? Ne? Der war ja bei der Knapscher. Ich bin jetzt pleite, die Währungsreform. Sagt er, geh doch mal zum Kuhlenkampf, der Personaldirektor von der Knapscher. Ne? Ich habe ich angerufen, ja, der Direktor Kuhlenkampf ist krank. So, ja, gehen Sie nach Hause. Da wohnt er, glaube ich, im Glockengarten oder in der Nähe von Rolf wohnte der. Ne? Gehe ich dahin, sitze alter Herr da im Wohnzimmer, Bein hoch und hatte eine Wundrose am Bein, eine Erysipel am Bein. Ne? Ach, Dr. Doktor, was wollen Sie denn hier? Ja, wie ist es in Langendreher? Oh, war viel zu tun, sag ich, wir haben ja Arbeit wie ein Pferd. Ne? Ne? Ja, und was kommt, führt sie zu mir? Sagt der Direktor, ich habe kein Geld mehr, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich vorwärts kommen soll. Ach, erzählen mal, dass ich eine halbe Stunde mit ihm unterhalten und sagt er, am 1.1. kriegen Sie erst das außerplanmäßige Volontärgehalt. Über 200 Mark, ne? Ne? Da ich mich herzlich bedankt, habe den Gerd angerufen, aber der ist doch in Ordnung, der Kugel kommt. Ja, den kenne ich, der ist in Ordnung. Ne? Da kriege ich 200 Mark, habe ich 220 Mark an Krankenhaus abgegeben, weil ich Mittagessen kriege, und ich kriege ja kein Mittagessen. Ne? Ne? Dass die Patienten übergelassen hatten, durften wir nicht kriegen. Da kriegte die Metzgerei, die Schweinemetzgerei. Ne? 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 Mussten heimlich hochschleichen, hat der Oberarzt, der Klug, der spätere Chef, dann gesagt, dass wir da auf der Station mal zu essen kriegen. Ne? Wir aßen ja für Nullover, ne? Für 20 Mark für das Krankenhaus, 100 Mark habe ich für meinen Vater einen Anzug gekauft, der hatte keinen Anzug mehr anzuziehen. Und der andere Geld, da kam ich mit zurecht. Und eisernen Sparvertrag, 20 Mark habe ich abgeschlossen. Da machte man alles. Das war die Zeit. Ne? Und wie das erste Kind kam, da kriegte ich, nee, wie ich das erste Gehalt kriegte, das war, wie ich Facharzt war. Richtige Gehalt, 430 Mark, da habe ich heiraten. Du hast gesagt, du hast deine Frau auch in Marburg kennengelernt. Ja, das ist eine nette Geschichte. Eine nette Geschichte. Wir hatten ja immer wenig Alkohol zu trinken. Ne? Und
Dann wurde schon mal Schwarzwas besorgt und so weiter. Und da war diese Veranstaltung ich habe ihm das gezeigt, von den Studenten. Haben wir so einen Ball gehabt, also so eine Kameradschaftsabend von Studenten. Ich spielte Akkordeon. Und die Standortapotheke, die hatte immer was zu trinken. Ne? Der Standortapotheker von der Wehrmacht. Ne? Und dann bin ich mit dem Akkordeonkoffer hinter die Bühne gegangen, wo der Schnaps stand, da haben sie mir was reingeladen und der Kestermann, war der Professor Kestermann, oder der andere, jedenfalls einer von den Internisten, hat sich da so mal ein bisschen Schnaps besorgt. Ne? Ne? Hat immer Zettel geschrieben, da gab es wieder was zu trinken, ne? Und hat mir ein paar Scheine geben lassen von dem, ne? Der war auch der Kestermann, war aus Linden. Janl und Kestermann, ist eine Firma, da stand er da noch. Ne? Ja, ein netter Kerl, ne? Internist, der Professor. Ne? Ne? Ja, dann habe ich den Koffer einmal in die Bude getragen, ne? Kugelgasse 9 wieder zurück. Ne? 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 Und da haben wir was zu trinken, einmal sind wir aufgefahren. Ne? Aber hatte der mich rausgerissen. Ich hätte im Auftrag von dem Professor gehandelt, ne? War ja auch so. Ne? Naja, und da hatten wir was zu trinken, wollten wir ein kleines Fete machen zu Hause, in meiner Bude da. Ne? Jetzt hatten die alle ihre Freundinnen da und dieses kleine Mädchen kam immer aus der Kugelgasse nicht so raus, ging da an mir vorbei. Ich hatte die untere Etage, Kugelgasse 9, hat mir gesagt, gefiel mir so gut. Ne? Ne? Das ist das Mädchen, ne? Ne? Gefiel mir so gut. Und da saßen wir in der Sonne am Markt, haben gegessen. Da sagte der Hugo Weber: Hör mal, komm, die Kleine, die gefällt dir doch so gut. Ich hatte eine Freundin in Bochum, die war nicht da, die konnte nicht kommen. Ne? Die Kleine, die gefällt dir doch so gut. Dann hätten wir doch was für morgen Abend oder was. Ne? Meinst du? Ja, sagt er, gehen wir hin. Ich gehe da hinterher, geht in den Bob rein. Ne? Nach Bob rein. Da aß die. Ne? Das ganze Lokal war leer. Saß da am Tisch. Herr Schmidt, der Kellner, wir sagen ja immer Herr Schmidt, ne, war damals der alte Kellner, kannte uns ja alle. Ne? Herr Schmidt, gibt es hier noch was zu essen? Ja, war Viertel vor zwei oder was. Ne? Ich habe ihm 50 Gramm Fleisch und 5 Gramm Fettmarken gegeben. Ne? Jetzt gehe ich zu dem anderen Tisch und sage: Gnädiges Fräulein, gestatten Sie, ist der Stuhl noch frei? Der guckt so hoch, sagt: Ja, war gerade, ja bitte. Setze ich mich dahin und die war schon Essen her. Sagt der Herr Ober, ich möchte gern zahlen. Ich sage: Nee, Fräulein, tun Sie mir den Gefallen. Jetzt habe ich 50 Gramm Fleisch und 5 Gramm Fett geopfert, um Sie kennenzulernen. Stehen Sie bitte nicht auf. Ich sage: Was haben wir denn? Ich möchte gerne einladen. Wir haben so einen kleinen Budenzauber, eine Kugelgasse 9. Hätten Sie Lust, mal mitzukommen? Hat sie gesagt: Ja. Und da haben wir da gefeiert. Hab's gut verstanden. Und dann war ich in Gefangenschaft. Ne? Haben uns noch ein, zwei Mal getroffen. Ich habe es bei meinen Eltern vorgestellt. Gefiel mir so ein schönes Mädchen. Ne? Ne? Gefiel mir so. Und haben uns getroffen. Auch bei Juncker haben wir noch Silvester gefeiert. 44, 45 bei Geld oben auf dem Dach. Ja, da war alles schön. Ne? Und dann komme ich aus der Gefangenschaft und die war zuletzt eingesetzt da hatten sie den Kindergarten aufgelöst, wegen der Luftgefahr. Da hatte die Bahnhofsbetreuung gemacht für die Flüchtlingszüge, die Kinder versorgt, die da verhungert waren oder trocken gemacht, gewickelt. Die einen fuhren nach Westen, die anderen nach Osten. Aber furchtbar ist an Dortmund Süd, Marburg Süd war der Bahnhof, wo dann die Kinder versorgt. Da hatte die gemacht. Ne? Jetzt komme ich im September 45 aus Gefangenschaft und Ende September komme ich aus Gefangenschaft und da treffe ich die auf der Straße. Trudi Kraus hatte sie besucht, wollte hinfahren. Der Mann ist aus Gefangenschaft gekommen, ne? Der Kraus war ja nie in Gefangenschaft. Ne? Und da habe ich ihn getroffen und da ist er dabei geblieben. Ne? Ne? Da habe ich sie, 50 Gramm Fleisch und 5 Gramm Fett, das war so. So überwältigen, da konntest du nicht Nein sagen. War eine gute Investition. Weiß es nicht. Er ist vor 2 Jahren gestorben. Ne? Ja, da war der. Ne? Aber so war das dann. Wenn du heute so den aktiven Bund siehst und Marburg siehst,
Was hast du da noch für einen Bezug? Also was bedeutet das für dich? Also ich habe gesagt, ich hänge ja furchtbar am Bund. Ne? Ich habe ja meine letzten Freunde, das ist ja Siebert, ne? Krause, Wäge, den habe ich ja bis zu seinem Tod besucht und auch Klüsen, dem habe ich die Augen noch zugedrückt. So weiter, das ist für mich das Wesentliche in meinem Leben, an Freundschaften, die ich da gefunden habe, die wird man nirgendwo anders finden. Ne? Ne? Das findet man sich. Ich habe noch einen guten Freund, der Vorgänger von meinem Sohn. Das sind gute Freunde auch hier. In der Gesellschaft bin ich auch bestimmt Kanone, war ich auch mal Präsident ein paar Jahre. Aber das ist eine solche Freundschaft in der Jugend, die ganz besonders prägt. Ne? Ne? Das ist ein so großes Geschenk auch fürs ganze Leben. Da kann man immer hinkommen, da weiß man, auf den kann man sich verlassen. Ne? 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 Auf das BE. Stimmt, ne? Das stimmt einfach, ne? Das stimmt einfach, ne? Und das ist eine studentische auch, oder kooperative oder burschenschaftliche Entwicklung. Ich kenne die anderen Verbindungen nicht. Ich kann mir vorstellen, dass genauso ungefähr so sind. Ne? Ne? Aber das ist kein Verband, den man wechselt wie ein Hemd, ne? Was würdest du sagen, was muss man mitbringen an Fähigkeiten, um diesen Lebensbund, um diese Freundschaft zu erhalten? Ja, da muss man einmal muss man liberal sein, ne? Und sozusagen, sag mal, wertkonservativ, würde ich sagen. Wertkonservativ, ganz ausgerichtet. Alte Werte, Treue, Anstand und so weiter, das ist wesentlich für mich, um einen solchen Lebenskreis überhaupt zusammenzuhalten. Ne? Lebenskreis. Man muss offen sein für alle anderen, auch humanistisch geprägt sein, nicht engstirnig, aber es gibt bestimmte Werte, die man einfach nicht vernachlässigen kann. Ne? Die Beliebigkeit heute, die kann ich nicht nachvollziehen, die heute sind. Ne? Wie sollte sich die Burschenschaft Rheinfranken denn jetzt weiterentwickeln? Ja, was ich jetzt vielleicht mal, das braucht er ja nicht zu schreiben, aber was ich manchmal, wir haben ja nicht fechten dürfen. Wir konnten uns ja auf eine andere Art und Weise, konnten wir unsere Standhaftigkeit beweisen als Soldat und so weiter. Da will ich ja gar nicht sagen. Aber ich habe den Eindruck manchmal, dass auf das Fechten ein sehr starker Wert gelegt wird. Ne? Den Eindruck habe ich. Ich habe die Partie hier mitgemacht, die war fantastisch. Diese PP-Suite gegen die Prager Armin. Ne? Wirklich, die Jungs waren ganz prima Kerle, mit denen werde ich mich trauen, überall hinzufahren, sogar in Gefangenschaft gehen. Ne? Ne? Das sage ich immer für mich, immer mit dem gehst du in Gefangenschaft. Ne? Und wenn ein Bundesbruder, der hat mich mal enttäuscht, der ist aber schon längst tot. Ne? Mit dem will ich nicht nochmal in Gefangenschaft gehen. Und mit dem Krause, der da sitzt, mit dem wäre ich auch in Gefangenschaft. Und Siebert, ne? Da wäre ich sofort mit in Gefangenschaft gegangen. Und wenn es 3 Jahre wäre, wäre nicht einen Moment mal Krach haben. Ne? Ne? Für mich, das ist für mich ein Kriterium, ne? Ein eigenartiges, aber ist so, ne? Mit dem kurzes in Gefangenschaft aussagen, ne? 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 Und die in Bochum gefochten haben, die haben dir auch gefallen? Die waren gute Jungs, die waren gut, ja, fantastisch, ne? Marco Reiter war da, der hat ja den Paukass gemacht und so weiter. Die sind sehr gut gestanden, muss ich sagen, ne? Alles Füchse, ne? Und die Prager Armin, die hatten 2 Bänder, die hatten gerade 6 Wochen vorher das Band aufgenommen. Die Prager Pflaumen, die Rheinfranken an, ich war, weil da ein Altherrensohn vom Prager Armeen zum Rheinfranken gegangen ist, ne? Ne? Und hatte sich eine PP-Suite an und keiner von denen ficht, ne? Da ist ein Ding, ne? Ne? Da finde ich ja dünn. Ich habe den Prager Armeen, mit denen ich ein gutes Verhältnis hatte, bin ja bei der Gründung, hier Neugründung, immer dabei gewesen. Die wollten mich da aktiv machen, habe ich aber nicht gemacht, ne? Weil es gab ja bei Rheinfranken früher gar keine 2 Bänder-Männer, ne? Nur Hellwig hatte als Saarländer hatte das Recht, das zweite Band zu tragen. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Ne? Ob das sich geändert hat, ist das heute ändert? Es gibt 2 Bänder. Ne? Ja? Ja. Ja, damals war der einzige war Hellwig. Ich glaube, Saarbrücken, Germania Saarbrücken. Germania Saarbrücken. Der war der. Ne? Der durfte das zweite Band tragen, andere nicht. Ne? 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 Wir haben ja nur immer
Bierzipfel getragen und draußen, weil wir kein Couleur tragen durften. Aber wir hatten auch unsere Couleur-freien Lokale. Zum Beispiel Café Marques durften wir nicht rein. Ne? Da gab es, ne? Gab verschiedene Lokale, durften wir rein. Ne? Wurde auch ganz streng geahndet. Ne? Mit 14 Tagen Alkoholverbot oder irgendwie so furchtbaren Strafen. Ne? 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 Das ist furchtbar. Habe ich. Hab ich. Ich war immer Biermusik damals noch, ne? Wegen Verjatzens der Biermusik. Einen ganzen, ne? Da ich immer verjatzen. Die viele Singerei habe ich nicht gemocht, ne? Weil man mich gar nicht gut unterhalten konnte. Ne? Einmal aber 14 Tage Alkoholverbot, Kolleg offiziell. Ne? Wie war denn das noch? Was hatten wir da verbrochen? War nicht viel. Aber jedenfalls, nach zwei Bist du denn Tagen auch mal fehlt. im Karzer Nö, gewesen? nö, Bist du das nicht? war, zu meiner Zeit habe ich keinen erlebt. Das war vor dem Krieg, war das, am Rathaus war das, ne, Mhm. ne? Aber den Polizisten, kannten wir doch alle. Ne? Das ging Der so. war doch furchtbar in Ordnung. Ich weiß nicht, wie er hieß, ein großer Kerl war, netter Kerl war. Ne? Ne? Einmal hatten wir Dinge, ne? Kannst du aber auch nicht aufzeichnen. Aber nicht aufzeichnen, bitte. Da war bei Oma Anna, im Felsenkeller, ne? Gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Der Quersenkeller Tante Anna war das, ne? Da war unser Verkehrslokal. Heini Einzel war das. Ne? Der hat so einen Gasthof gehabt nach Süden zu. Naja. Und da hatten sie, der Kellner, der hatte uns immer beschissen, ne? In der Abrechnung. Ne? Und da haben wir Abschied genommen von den Jungs, die nach Frankreich eingerückt hatten. Ne? Wir hatten die weggebracht zur Bahn. Haben wir dann einen getrunken, hat er wieder ein paar auf der Rolle genommen. Da sind sie nach draußen gegangen und hat einen aufs Auge geschlagen oder an das Kinn, weiß ich nicht mehr. Ne? Jetzt wurden wir alle vernommen. Ne? Wurden wir alle vernommen. Die anderen waren ja eingerückt. Ne? Ne? Alle vernommen und dann haben wir gleich so einen Rechtsanwalt hinzugezogen, der sagte, nichts gestehen. Ne? Ne? Und jetzt war es ja Verdunkelung, ne? Verdunkelung, war ja, ne? 1914, ne? Verdunkelung, ne? Ne? Dann Jochen Friedrich, der da gefallen ist, den habe ich ja Bild gezeigt, ne? Dann, ne? Der sagt ja, bei Kriminalpolizei, ne? Den müssen sie ganz besonders, der hat drei Staatsbürgerschaften. So? In Argentinien geboren, stimmt auch. Ne? Ist amerikanischer Staatsangehöriger, hat 12 Jahre gelebt in Amerika. Und jetzt ist er nach Deutschland zurückgekommen und sein Vater, der war Generalvertreter von Krupp. In der ganzen Welt rumgekommen. Ne? Ne? War auch mit mir in der Schule noch gewesen, in der letzten Klasse. Ne? Ne? In der Goethe-Schule. Ne? Ne? Und alles so Dinge. Ne? Sagt er, war damals so stämmig wie er. Ne? Von ihnen hätte ich ihm gerne eine gegönnt. Der war nämlich als Schläger bekannt, dieser Pöltner. Ne? Ich sage, ich kann aber nichts dafür, ich hab ihm nicht wehgetan. Ne? Also, es verlor alles im Sande. Ne? Und dann komme ich zu Tante Strüder. Die sagte, hör mal, der Henke, der hat das eine gekriegt. Sagt, er hat viel zu wenig gekriegt. Der hat früher haben mit seinem Freund immer die Studenten verschlagen, haben die, ne? Die kannten die ja, ne? Und Tante Anna, die war uns so dankbar, der hat gleich einen ausgegeben von denen, den ich eingerückt war, weil sie den Oberlos wurde. Aber das war das einzige Mal, was Schwieriges war, aber sonst haben wir nichts gehabt, ne? Sonst gab es ja nichts. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wo siehst du so die Rheinfranken in 20 Jahren? Was wäre da so? Eine Frage, das ist eine Frage der Einstellung der Jugend, Verantwortung oder Zukunftsaussichten zu übernehmen oder Zukunft zu gestalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe etwas Angst über die ganze Situation, weil alles ins Unverbindliche geht, ne? Mit alles in Unverbindliche. Wer verpflichtet sich heute schon? Ne? Aber die ganze Gesellschaft ist Die ganze, ja, unverbindlich. na, ja, sage ja. Wer wird heute noch aktiv? Da sind
die Soldaten, die gedient haben, ne? Ne? Die für Gemeinschaftsgefühl haben, Kameradschaft, wissen, was das heißt überhaupt. Ne? Wir waren ja alle gedient, im Arbeitsdienst schon und dann. Ne? Und auch die Jugend war ja damals ganz anders erzogen worden. Ich will jetzt nicht von der Hitlerjugend sprechen und so weiter, aber es war ein Gemeinschaftsgefühl da, weil es ja irgendwie anscheinend aufwärts ging. Wir wussten ja nicht, was heißt hier Krieg. Mein Vater hat immer gesagt, Hitler sei la guerre. Der las immer die ausländischen Zeitungen, aber er war der alte Skeptiker. Ne? Aber das war die eine Generation, die, auch gab es auch damals schon Leute, die Freistudien und so, die sich nicht binden wollen. Das gibt es immer, ne? Die keine Bindung wollen. Ne? Ne? Aber hier, das weiß ich nicht, ist eine freie Sache der Einstellung, auch der Jugend. Ne? Ich weiß nicht, wie die Jugend in 10 Jahren ist. Ne? Wie könnte man die Jugend denn wieder an diese Werte heranführen? Ja, das geht über Sportvereine, meiner Ansicht nach, über Sportvereine, ne? Wie wir über den Schwimmsport, über Wiener und so weiter reingekommen, diese ein Vereinsleben, gemeinsame Verantwortung, gemeinsame Interessen und so weiter. Und weiß ich, kann ich nicht sagen, wie die Schulen sind. Die Vereinsamung der einzelnen Leute mit ihren Computergeschichten ist ja schon eine ganz große Hemmschwelle, sich überhaupt anderen Leuten anzuschließen und da sich ihr einzuordnen in eine Gemeinschaft mit gewissen Regeln, Anstandsformen und so weiter. Das ist eben das Schwierige, ne? Also ich will hoffen, dass ich mich täusche, aber skeptisch bin ich etwas und vor allen Dingen in Bezug auf die sehr starke Betonung des Fechtens. Ich bin nicht gegen das Fechten, aber die starke Betonung des Fechtens, dass da eine Prämisse gemacht wird, dass ein Teil der Leute, die sagen, das mache ich nicht mit, habe ich keine Lust zu und so weiter, dass man die draußen hält. Ne? Ne? Ich weiß nicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Ne? Das ist das Gefühl, wenn ich immer lese, Bericht vom Fechtwart, Dane, PP und so was. Ne? Ne? Mein Bruder war ja alter Chorstudent, der war ja Fechtwart auch in seinem Chor. Ne? Der hatte 75 Nadeln allein, ne? Da sah man aber keine Schmisse, der hat das immer so gut machen lassen, alles voll, da hatte man eine Sepsis gehabt. Dann, ne? Aber da sollte ich dann umpauken auf links, hat der Paukzeug besorgt, mein Bruder, da soll ich da den Bänder bei ihm belegen, ne? Band bei ihm belegen, das Chor, die waren da in Köln, ne? Da mache ich ja nicht mit, der Kampf. Arthur Stockhusen hat mit mir gepaukt auf dem Hof in Haus. Wollte mich mehr. Ich sagte, kann ich denn als Rechtshänder mit links noch machen? Ich war auch schon Familienvater und Arzt. Und so, dann fangen wir dann hier sowas nochmal an, ne? 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 Um dann die Farben zu belegen, ne? Um zu sagen, das haben wir ja nicht nötig. Ne? Aber das ist das, was ich jetzt, ich kenne das Wesen auf dem Hause nicht. Ich weiß nicht, was jetzt Siebert, wie er sich dazu stellt. Er sagte, so den engen Kontakt zu den jungen Leuten hätte er nicht mehr, sagt er mir heute. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann das sein? Er ist eigentlich einer derjenigen, der relativ oft auf dem ja, Haus ja, ist. Ja, er sagt. Aber gut, da ist der Altersunterschied. Ja, ja. Das sind plus minus 60 Jahre. Ja, ja, der sicher. Der wird jetzt 85, ne? Der wird 85, ne? Ne? Und das ist meiner Ansicht nach Gemeinschaft unternehmen. Man kann da nicht einen Vortrag nach dem anderen halten. Das Wesentliche ist, dass man zusammenkommt, Geselligkeit pflegt, Geselligkeit, ne? Freundschaft, Geselligkeit pflegt, nicht wahr? Und die Leute auch nicht überfordert, indem man ihnen Freizeit. Und dann ist ja das Einzige noch, wir wohnten früher in Marburg. Ne? Da sind wir einmal ein Semester nach Hause gefahren oder Ende des Semesters. Ne? Heutzutage kommen die mit ihrem Auto an. Ne? Aber das sind ja alles Allgemeinplätze, das wisst ihr doch alle besser. Ne? 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 Das ist alles so unverbindlich. Man studiert eben, genau wie Bochum, ist auch eine Universität, nicht wahr, wo so die Auto, die Arme, die neue Armut kann man auch daran erkennen, dass die Studenten keinen Parkplatz kriegen für ihre Autos. Ne? Mhm. Ne? Ne? Ist das so? Ne? Ne? Das ist eine ganz andere Welt. Aber wenn man sieht, dass in der Schweiz
in Amerika studentische Verbindungen existieren, die immer noch laufen, dann müsste es hier auch gehen. Das ist aber nur einen bestimmten Kreis, der Personenkreis der Bevölkerung, den man ansprechen kann. Dass die insbesondere in Amerika existieren, den sagt man ja sehr stark nach, dass das also wirklich ja. Zirkel sind, wo Protektion eben das Stichwort ist, die sich also durchaus beruflich, auch gesellschaftlich in entsprechende Positionen hiefen. Also Kader schmieden, die man durchschreiten es muss. Hat, wenn man es hat, er hat mal von einem gehört, eben mein Bundesbruder wäre nur aktiv geworden, um Vorteile zu haben. Ich hätte sowas nie ausgesprochen, denn wenn man einen Bundesbruder hat, der eine Flasche ist, ne, sagen wir mal ganz offen, ne, den kann man doch nicht mit gutem Gewissen irgendwo hin. Kann man nicht empfehlen. Kann man nicht empfehlen. Es kommt auch daran, dass einer ein Kerl ist und was leistet. Ne? Wenn er sich darstellt, sich so gibt, wie er ist. Ne? Offen, ehrlich und will arbeiten, will was tun und ist sauber. Ne? Mehr kann man doch nicht verlangen von einem Menschen. Ne? Warum nicht alle keine Einsteine alle haben? Ne? Das geht ja auch gar nicht. Ne? Ne? Aber das ist die Voraussetzung auch für einen Bund, ne? in dem Nachwuchs. Ne? Ne? Dass man weiß, der ist Rheinfranke, das sagte Trudi gestern noch am Telefon, vorgestern. Das Beste, was mir der Kraus beschert hat, war seine Bundesbrüder. Ihr werdet es ja gleich kennenlernen. Ne? Ja. Ne? Markus, hast du noch was? Du hast vorhin noch ganz kurz, du hast vorhin erzählt, du hast die Biermusik verjazzt. Ja, ja. Das heißt, du hast ab und zu bei Kneipen. Ja. Ich habe erst die Biermusik und dann hinterher habe ich noch so ein Nachspiel gemacht. Da tam 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 pam pam. Ne? Das hast du absichtlich echt gemacht, weil du Durst hattest. Ne, aber ich habe, das war das Swingtanzen verboten. Ne? Ja. Swingtanzen, weil du bist ja nicht bekannt. Ja, klar. Swingtanzen war verboten. Wir haben nur alle ein bisschen mit den Beinen so ein bisschen rumgeschlackert. Ne? 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 Ach, wir haben eine wunderschöne Kombo gehabt am Bund. Ne? Ne? Wir haben gesungen, einen kleinen Chor. Achim Kühlung hatte dann die Kabarettaufführung, die wir gemacht haben, während der Tanzfeste und Kneipen. Das war wirklich wunderschön. Da wurde geübt und so weiter. Ne? Es war. Man ganz herrliche, mit den Sketchen und Kabaretts haben wir noch bei unseren Tourneen da in Herzfeld und so weiter noch die Leute begeistert. Ne? Von Eugen Roth angefangen und dann alle möglichen Sachen. Ich kann die ganze Sache, der Herr Graf, die Pferde sind gesattelt und was alles. Alle diese Sachen, da wurden immer wieder, was man heute alltäglich in so Blackouts, ne? so kurze, ne? Ne? Oh, was hat das Hund, was hat das Kind dafür? Einen furchtbaren Wasserkopf, sagt die eine Frau. Sagt die andere, das ist meins. Steht ihm aber gut, ne? Ja. Das ist halt die üblichen Geschichten. Solche Dinger, die kamen dort da laufen, ne? Ne? Und wenn du dich, das ist meine Schlussfrage, an so eine Kneipe erinnerst. Ja. Hochkneipen oder normale Kneipen, Fuchsenohl. Gibt es da irgendein besonderes Erlebnis, wo du sagst, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen? Da müsste ich jetzt überlegen. Ach so, ja, eine habe ich vergessen, da war eine Darmkneipe. Darmkneipe und da hatte Schlenkermann, ist auch ausgetreten. Der war Bochumer, auch mit uns rübergekommen. Bochumer war aber nicht im Arbeitsdienst gewesen, wahrscheinlich hat er ein Abitur, aber es ja später geschenkt gekriegt. Der Vater war bei der GEA Direktor. Und der war auf jedem Tanzfest, verlobte der sich, ne? Auf jedem. Und immer hat er ein anderes Mädchen da, ne? Immer anderes Mädchen da, ne? Ne? Und ewig war, der war nur eifersüchtig und so weiter alles, ne? Helmut hat nachher eine Tochter geheiratet aus der Dynastie von IG Farben da unten. Wie heißt er, diese Bayer oder was da unten, ne? Naja. Höchst. Farbwerke Höchst. Ne? War auch Repräsentant in Chile und Kanada von den Pharmakonzernen. Ne? Und der brachte plötzlich eine mit, angeblich eine Generalstochter. Eine hohe, etwas rothaarige, hochgewachsenes Mädchen. Ne? Und jetzt... Jetzt
Gerwig war auf Urlaub. Mein Vater war auf Urlaub gewesen. Der war Assistenzarzt, oder, ja, Oberarzt, weiß nicht mehr. Hatte Urlaub gehabt und wohnte mit seiner Frau, glaube ich, auch im Haus. Der war immer für die alten Herren, die Buden. Deshalb waren wir konnten wir da gar nicht wohnen. Das war ja nicht so schön eingerichtet wie heute, die Buden da oben auf dem Haus. Ne? Und jetzt sieht der Schwäbische Bayerische. Ne? Kennt ihr das Ding? Ne? Schwäbische Bayerische, mit aufstehen, hinsetzen. Ne? Schwäbische Bayerische, immer die Schwäbischen müssen aufstehen, Bayerische setzen und so weiter. Und jetzt fiel die Dame vor Helmut Schlegermann, der sich ewig aufrechte, die anderen wären hinter seinem Mädchen her oder was da war. Ne? Der stimmte gar nicht. Ne? Die fiel, vor lauter Lachen fiel die hinten rüber mit dem Stuhl. Ne? Und da kam Willi Gerwig an. Bundesbruder Schlenkermann, deine Dame hat soeben den Wunsch geäußert, nach Hause gebracht zu werden. Dann zog der an, da war er schon wieder so dick nach. Ich hätte das ja anders gemacht. Ne? Ich hätte das ja als Scherz genommen. Ne? Aber dann war der Gerwig war da ein bisschen streng. Ne? Ja, aber sonst kann ich nicht sagen, nicht wahr? Was aber, da müssen wir den Krause fragen, da weiß ich nicht, da wäre ja auch ein paar Semester sprechen. Ne? Ne. Bei uns war es ja nicht. Der eine ließ viel singen, der andere weniger singen. Ich habe da immer 3 Lieder singen lassen. Und dann musste einer, die Fuchsen mussten was bringen, einen Anstich bringen. Das war ja klar, ne? Der wusste gut geübt war, ne? Damit er in der Fidelitas. Ne? Und dann haben wir auch mal umgekehrt das Bierdorf gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Ne? Kennt ihr doch auch alle. Ne? Da war schön. Ne? Oder haben wir, wenn es nicht ging, als ich mal Physikum machte, da haben wir beim Hannes, einer kennt er nicht, ne, bei Blenkes Nachtlokal, unten im Lokal, haben wir gefeiert, trafen sie alle. Und der Gerwig, wenn der irgendwo Alkohol roch, dann, der hatte einen Unheim, wo Alkohol war, der war da. Ne? Der war in Urlaub, da kam er, als alter Herr kam er und trank mit. Ne? Da kannte er nichts. Ne? Und da saß er unten bei Blenke, ne? Und dann so ein Eisenofen war da. Aber furchtbar mein Physikum gefeiert. Aber bevor ich da an die Front musste nach Russland. Und plötzlich fing einer an, ein Glas Bier gegen den Eisenofen zu werfen. Ne? Mal nachts um 12:30, so etwas dunkel, musste schon längst zu Hause sein. Ne? Und dann fing der Wirt selbst an. Ne? Den hat er mitgetrunken. Ne? Die Gläser da gegen den Eisen. Und dann kam sie runter im Nachthemd. Du bringst mich noch ins Grab, sagte die Wirtin. Ja, verrückte Hunde waren wir schon. Ne? Oder Krause, der balancierte da der balancierte noch und der Wiener über den Dachfirst, ne, im besoffenen Kopf. Ne? Mein Leibwursch, ne? Furchtbar war, ne? Ganz furchtbar. Ne? Nein, nein, da wurde was dran getan. Ne? Ne? Oder eines, hast du noch Zeit? Da erzähle ich mal die Beringfeier, was Ziviles. Ne? Ne? Ziviles, da war Beringfeier 1940 war. 1940. Emil von Behring wurde 100 Jahre alt oder was, ne? Da war Frankreich noch nicht, Amerika noch nicht im Krieg eingetreten. Der Russlandfeldzug war auch noch nicht angefangen. 1940. Frankreich-Feldzug war vorbei und da war die Behring-Feier ganz feierlich, ne? Helmut Schlenkermann, der musste dann mit der Uniform einmarschieren mit der Fahne, der blieb da oben in der Aula mit der Fahne hängen, weil so ein langer Kerl war, da hielt die Fahne im Kronleuchter, ne? Aber es ging alles noch, ne? Und standen darum, dass sie umgefahren sind, vor lauter Ansprachen ging. Ne? Und jetzt kam der Eckart, Siegfried Eckart, der Physikochemiker, kam da auf zu Hause nach Mittagessen, ich wollte 3 trinkfeste Leute. Aber dich nehme ich, nicht? Den Funke. Da ist der sich totgelacht hat. Ne? Zeige ich euch nachher, erzähle ich euch nachher. Ne? Und wir sind von der Gaustudentenführung aufgefordert worden, obwohl wir immer unter Faschist standen. Ne? Wir sollten Fremdenführer machen. Und so viele ausländische Gäste da,
wir müssen hin. Ne? Wir müssen hin. Um 8 Uhr geht das in Stadtsäle los. Wir sollen um 7 Uhr da sein. Wir werden bewirtet vom Wirt. Wir könnten auch was trinken. Wir sollten um 7 Uhr da sein. Ne? Gut, wir waren um 6:45 da, weil es was zu essen gab und zu trinken. Ne? Jetzt sitzt du unten im Keller. Ne? Es gab Hirschbraten, weiß ich nur heute, mit Rotkohl und Klödel, ich weiß nicht was. Ne? Hirschbraten, der Funke, mit dem habe ich dir mal gezeigt, dass ich totgelacht habe. Ne? Das erzähle ich euch zuletzt. Ne? Der einzige Reimfreund, dass ich totgelacht habe. Ne? Der Sitzer in der stierte immer einen Alemannen an, der fixierte immer. Wichser. Der wollte an sich Offizier werden, durfte aber nicht. Sein Vater hatte Lehrer in Sauerland, der hat das nicht geduldet. Ne? Ne? Kümmerten sich gar nicht um den. Ne? Und der Initiator dieser ganzen Geschichte, der rief mich auch. Ich fehlte gerade. Ne? Komm mal mit. Jetzt war oben die Festreden da. Alles mögliche, ganz international. Ne? Alle möglichen, die mit uns nicht im Krieg waren, Amerikaner, Japaner, alles da. Ne? Jetzt fing der Eckart, der überhaupt nicht rauchte. Wenn die Leute, da war eine große Kapelle da, rausgingen, fing der an, wenn der Ober mit der Zigarrenkiste rumging, war was, ne? Holte er sich Zigarren raus, steckte sich oben rein, ne? Nahm Flaschen vom Tisch, ne? Voll Weinflaschen vom Tisch, ne? Ne? Hier überall Weinflaschen, ne? Und zwischendurch tranken wir mal ein, ne? Ne? Also, wir haben ein tolles Fest. Das hat gedauert, weiß ich nicht mehr. Ach, wie lange das gedauert. Ne? Und dann ging das Fest zu Ende. 12 Uhr, wir hatten alle einen Fahrplan, einen Stadtplan mit und eine Taschenlampe bekommen von der Gaststätte. Wir damals eine wertvolle Sache. Ne? Taschenlampe. Ne? Jetzt bin ich so höflich wie hin. Der Funke war immer noch am Fixieren. Der war tot, der hat sich überhaupt nicht um die Gäste gekümmert. Jetzt spreche ich einen Japaner an. Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, ich bin beauftragt, Gaustudentenführung, ob ich Sie nach Hause bringen darf. Sagt der fehlerfrei nur, mein junger Mann, bringen Sie sich lieber selbst nach Hause, Sie haben es nötig. Jetzt wurde ich in die Kiste, aber da lachte er. Der wusste wahrscheinlich, wo sein Hotel war. Ne? Ne? Japaner auch. Ne? 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 Jetzt gehe ich mit der Taschenlampe bis zur Elisabethkirche. Und da bin ich wohl gestolpert und stand auf der Taschenlampe. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Dann habe ich dieses kostbare Stück unter den Fuß hinweg holen wollen. Ne? War in der Straßenbahn drin. Ne? Das ist mir leider nicht gelungen. Ich lebe heute noch ohne diese Taschenlampe. Aber ein bisschen eine Ketzerbein bin ich gekommen. Bringen Sie sich lieber selbst nach Hause, junger Mann. Nächsten Tag war Treffen im Europäer. Da war noch eine Veranstaltung. Noch eine Veranstaltung. Da hatten sie uns schon verschissen. Und der Ecke hat ging raus, hatte überall Flaschen geklaut im Europäer. Überall Gläser. Ne? Und dann hörte sie, der Gerbig, der war auch zu Väter, wir treffen uns alle in Stadtsern. Oder was? Ne, in Stadtsern, so. Ne? Jetzt in Stadtsern sitzt da ein großer Tisch mit Freiherr von Engelhardt, mit seiner entzückenden Gattin, der Herr Forster, der Generalvertreter der IG Farben in Amerika, Nordamerika, mit seiner entzückenden, bildschönen amerikanischen Frau, sitzen da alle am Tisch, wir müssen dran. Und da haben wir eine Kneipe abgezogen mit denen. Ne? Freifrau von Ingrid, immer Jugend, Jugend, Jugend. Ne? Und die haben mitgetrunken, der Freiherr von England, der hat dem Krause auch seine Doktorarbeit gegen Geschichte der Medizin. Ne? Ne? Dann haben wir die am nächsten Tag bei Kneipe auf dem Haus, haben wir die eingeladen. Ne? Mit diesen großen Kabarettnummern. Ne? Die Amerikanerin, das war eine bildschöne Frau, so Elena Powell oder so, ein bildschönes Weib. Der Forster, ganz zurückgehalten, der Generalvertreter von IG Farben in Amerika. Ne?
Und Freifrau von England, die hat den Wasser also in den Arm genommen. Jugend, Jugend, rief die immer. Die war auch so dicke. Ne? Das war ein herrliches Fest für uns. Ne? Das waren so die Rheinfranken. Und dann kam hinterher wieder der Faschist von der Geschäftsführung, wie wir uns benommen werden. Ne? Ne? Und mit der Taschenlampe, das gab noch Ärger? Nö, das war ja ein Geschenk. Ne? Aber ich hatte sowas Wertvolles lange nicht gehabt. Ne? Ja. Ich habe die nicht unterm Fuß weggekriegt. Hast du schon mal auf Taschenlampe gestanden? Nee. Ne? Ich bin auf die Stirn gefahren. Ich habe mich abgestützt. Ich habe nur den Fuß nicht hochgenommen, weil da die Taschenlampe drunter war. Ich habe nicht runtergekriegt. Zu seiner Schande gestehen, ich glaube, ich hatte zu viel getrunken. Unter Umständen.